Es waren ein paar Studierende eingeladen, unter anderem alle AStA-ReferentInnen und auch ein paar Leute der Philosophischen Fakultät. Das ist genauso wie bei dem Festakt zur Jubiläumswoche, finde ich, dass irgendwie die reichen Menschen jetzt drin sind und alle unsere Schnittchen essen dürfen. Ich nehme mal an, dass die Begründung irgendwelche Sicherheitsbedenken sind, so, aber man hat da schon das Gefühl, dass halt irgendwie mal wieder nicht erwünscht ist, dass hier irgendwie auch echte Studierende rumlaufen, denen dann diverse Minister irgendwie begegnen könnten oder so. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, die Leute, die es jetzt alles beschließen, die diese Reformen beschließen, haben einfach in der Zeit studiert, wo es eben keine Studiengebühren gab, wo es nicht diesen Prüfungsdruck gab. Bekennen Sie sich, stehen Sie zu der Stärke, die die Geistes- und Kulturwissenschaften in Deutschland haben? Klar, wenn drinnen Politiker darüber reden, dass die Uni hier gut ist, dann wäre es ganz gut, eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen und zu zeigen, dass es auch Studenten mit anderer Meinung gibt. Also die zentrale Forderung ist natürlich, dass wir einfach wollen, dass Bildungsgebühren gänzlich abgeschafft werden. Wir wollen halt keine allgemeinen Studiengebühren, weder in Niedersachsen noch in Bayern. Die Leute da drin zu ärgern, das ist der Hauptkonsens der Demo. Deshalb beglückwünsche ich Sie besonders gerne dazu, dass mit diesem Forschungsbaum auch ein besonderes äußeres Zeichen gesetzt wird. Liebe Mitarbeiter, natürlich ganz besonders auch liebe Studierende, auch denen, die draußen demonstrieren. Ich glaube, auch die werden das Haus nutzen können. Ich studiere da nicht drin, aber ich finde es von außen ganz hübsch, als ich das erste Mal drin war, war noch Baustelle. Ein paar Sachen haben sie jetzt auch passend endlich zur Eröffnung, wenn dann wichtige Leute kommen, noch hingekriegt. Man kann jetzt die Toiletten abschließen in den oberen Etagen. Das ist ein cooles Gebäude, würde ich mal sagen. Ein sehr cooles Gebäude. Die Farbwahl ist sehr spannend. Also prinzipiell ist es sicherlich eine Verbesserung für die Studierenden der Philosophischen Fakultät, weil vorher war halt alles über die ganze Stadt verteilt. Ja, es ist vielleicht ganz gut, dass jetzt die Bibliotheken alle zusammen sind. Das finde ich gar nicht schlecht, weil man dann einfach nicht immer hin und her fahren muss, wenn man nochmal irgendwas aus einer anderen Bibliothek braucht. Ja, also es ist so ein bisschen gemixt. Insgesamt finde ich es eigentlich gut. Und naja, es gibt halt so ein paar Sachen, die sind nicht so intelligent umgesetzt.